Während Maurice auf sein zweites Kind wartet, verbringt sein erstes Töchterchen, die süße Chloe, samt Mama Edith, deren neuem Partner und einem gemeinsamen Freund einen Familientag. Mit Maurice hätte sowas angeblich nicht gegeben. Hey, ich bin froh, dass die neue Situation ist, weil wir unternehmen auch was, was es vorher nicht gegeben hat. Ja, sowas wie jetzt eben, dass wir im Indoor-Spielplatz sind, das hätte es nicht gegeben, weil da war sicher wieder irgendwas gekommen, ah, mich freut's nicht, ich bin krank oder sonstiges. Also das hat es absolut nicht gespürt. Daniel heißt der neue Patchwork-Papa an Ediths Seite, der voll in seiner Rolle als Ersatzvater aufgeht. Also für mich ist das schon recht super, weil jetzt war ich die letzten zweieinhalb Jahre eigentlich alleine. Und jetzt kommt wenigstens wieder ein wenig Leben in die Bude mit ihr und mit der Kleinen. Das passt schon, das gefällt mir schon. Und sie ist fesch, ja. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Nein, jetzt zu viel Schritt. Da, und? Und? Ich finde es voll schön, wenn er mit der Kleinen spielt. Also das ist wirklich was, das. Das glaube ich, versteht auch jede Mama, dass das einfach das Schönste ist. Die Chloe ist meine kleine Prinzessin. Das ist mir schon richtig ans Herz gewachsen, der Zwerg. Schatz, schnapp der Kind. Komm her. Hab da mal rutschen. Ui, geh mal rutschen. Schau, kann man rutschen? Ich bin Papa rutschen. Er ist einfach so in der Papa-Rolle drinnen und die Kleine sagt auch zu ihrem Papa. Und das ist einfach was, das. Ja. Und die Agilulu machen. Die Beziehung zu Chloes leiblichem Papa Maurice, der ja gerade sein zweites Kind bekommt, ist nach der Trennung leider völlig im Argen. Na, also das im Krieg mit Mo ist mir herzlichst wurscht. Weil im Endeffekt, das rennt alles übers Jugendamt. Die Alimente rennen übers Gericht. Die braucht mich um nichts mehr scheren. Also der geht mir vorbei. Eine wirklich unschöne Situation, vor allem für die Kleine. Ich glaube nicht, dass die Chloe in Mono als Papa sieht. Mir ist es lieber, weil ich meine, wenn ich da Facebook-Status sehe, wieder mit Kiffen, wieder mit Kiffen. Da denke ich mir, ist besser so. Wir brauchen ja mehr nicht. Die Kleine braucht ja nicht, ich brauche ihn nicht. Schön, dass ich noch nicht, oder was? Einmal in zwei Wochen kriegt er. Aber nur. Kriegt dann? Ja, kriegt sie, ja. Aber nur unter Aufsicht. Ja, er darf jetzt die Kleine alle zwei Wochen am Freitag für drei Stunden sehen. Aber unter Aufsicht in so einem Eltern-Kind-Zentrum ist es. Und ich finde es angenehmer, weil ich weiß, dass da eine Aufsichtsperson ist und dass wann was ist, dass wer dort ist. Heute ist auf jeden Fall alles anders. Edith, ihr neuer Lover Daniel und die kleine Chloe geben eine hübsche Patchwork-Familie mit großen Zukunftsplänen ab. Schau mal, Schatzi. Was denn? Unser Haus. Mhm. Krieg ich eins. In 100 Jahren mal dann. Mit Türmchen und Fähnchen. Passt, wenn du drin dann wohnst, dann kriegst du es ja. Na, ich hab schon vor, dass wir beieinander bleiben und miteinander die Zukunft bestreiten, bis wir wieder mal unter der Erde liegen. Wird schon werden. Cool. Dann gehört der linke Turm gehört mir und der rechte Turm gehört dir. Die anderen gehören der Kleinen. Mhm. Ja, ich will es aber schon in groß haben. Matchbox groß. Am liebsten wollen wir selber Häusel bauen oder kaufen, je nachdem, was mich halt mehr gefreut. Aber das spielt erst in ein paar Jahren. Mann bzw. Frau wird ja noch träumen dürfen. Ich habe mir auf jeden Fall vor, dass ich mir eine größere Wohnung suche, aufs Land. Größere Wohnung mit Kinderzimmer, vielleicht ein zweites Kinderzimmer. Zweites Kinderzimmer heißt zweites bzw. gemeinsames Kind? Ja, die Chloe braucht schon mehr Geschwisterchen. Ja. Zur zweit spielt sie sich dann doch leichter wie alleine. Als Kindbahn. Mhm. In 20 Jahren. Mindestens. In 4 Jahren heirat man. Ja, genau. Lass mich mal greifen. Du hast gesagt, in 5 Jahren. Dann ah ja, haben wir fast. Also nur 4 Jahre. Ja, das will ich. Also ich würde schon heiraten und Haus bauen und alles und Nachwuchs machen. Mit Daniel.
Wohl eher nicht, oder zumindest noch nicht. Chloe und ihre Mama Edith, also Mauris Ex, sind kürzlich mit Ersatzpapa Daniel an den Stadtrand von Wels gezogen. Ja, ich wollte bitte noch was küchen, weil ich eben da aufgewachsen bin und weißt du, wesentlich ruhiger ist wie in der Stadt selbst. Ich meine, mit den Verkehrsverbindungen ist da zwar ein bisschen größerer Schau, so wie da ihr Auto, ist mir das im Prinzip eher mehr wurscht. Und Chloe dürfte sich in der neuen Situation gut zurechtfinden. Satt. Bist satt? Ja. Schon. Magst nicht nur zusammen essen. Ist das gut? Ja, Papa, komm her. Ja, du ja, der Papa soll einen Kaffee trinken. Das freut mich schon. Ich meine, im Prinzip, wenn es einmal größer ist und das begreift, kannst du Daniel zu mir sagen. Das überlasse ich es dann ganz hier. Aber ich verbiete es ja nicht, dass sie mir Papa sagt. Also, das nehme ich auf keinen Fall weg. Das muss sie dann, wenn es größer ist, für sich dann entscheiden. Bist du fertig? Ja. Ja, dann tu jetzt einmal Hände putzen. Bitte. Halt das. Es ist einfach voll schön. Aber wenn zum Beispiel ihr in der Früh in die Arbeit fahrt, sag ich, lieb die Schatzi und sie dann auch lieb die. Das ist voll cool. Oder so, wenn sie was vorher am Wühl sagt, sie auch ab und zu Schatzi. Oh, ich bin weg. Ich bin da. Sie haben sie noch nicht gehört. Ja, das ist klar. Nein, sie ist schon ziemlich reif für heute. Sie redet schon brav, sie geht schon brav, hat Stirn gestein, kann schon super fleißig, ist sie da. Ist sie schon ziemlich weit vorausgeschritten. Vorangeschritten, so. Vorausgeschritten, auch. Ja, schon her mal zu mir. Mach die andere Handgebung her. Wenn ich mir andere in ihren Alter anschaue, also die, was auch 2 Jahre alt sind, vom Reden her, die können zum Beispiel auch noch keine ganzen Sätze oder so reden, da ist sie schon brav. Und viel reden dort auch, also zum Teil mehr als die anderen. Prost! 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 Ja, Prost! Zum Beispiel aufs neue Halbgeschwisterchen. Also die zweite Tochter von deinem Papa Maurice, alias Mo. Und wie läuft das verzwickte Patchwork-Großfamilienleben in letzter Zeit so bei euch? Der Mo schert sich weiterhin, nicht um die Kleine. Er hat sie, seitdem wir da wohnen, einmal für 1,5 Stunden gesehen. Dann hat er am Handy spielen da und wenn die Kleine Großteil was vor ihm wollte, hat es geheißen, geht zur Mama. Jetzt rennt er halt vor Gericht und glaubt, dass er die Kleine über die Nacht kriegt. Ui je, hier scheint so einiges unharmonisch und schwierig zu laufen. Schade eigentlich, haben doch beide neue Partner und so. Vielleicht wird's ja noch. Für die Kinder wär's nicht schlecht. Da wird der Papa wohl so einiges zu tun haben, denn die Zeichen stehen auf Krieg und die Fronten sind verhärtet. Wir sind zurück bei Edith, ihrem Daniel und natürlich Töchterchen Chloe. Und was ist jetzt eigentlich im Gerichtstermin dann? Jetzt dann demnächst haben wir im Gerichtsverhandlung wegen dem Kontaktrecht. Ja, bis dass sie ihn Mo wieder mal sieht, die Kleine, nicht. Aber doch nicht am Gerichtstermin. Der kann sich melden. Er weiß, dass er sich melden kann und vorbeischauen kann. Wenn er es nicht tut und ihm nicht interessiert, ist das nicht mein Problem. Aber wenn sie ihm nicht meldet, nicht einmal fragen kann, bis der Klang geht oder sonstiges, dann renne ich ihm halt auch nicht nach. Der hat sich jetzt ein Jahr lang nicht um die Kleine geschert. Also nicht, kannst du auch nicht sagen. Aber er weiß ja nicht zum Beispiel, wie sie auf die Nacht ins Bett geht, was sie auf die Nacht zum Bett gebraucht oder was sie in der Früh frühstückt oder was sie generell untertags isst. Generell ihre Rituale weiß der nicht. Da gebe ich ihm sicher nicht über die Nacht mit. Und auch sonst ist gegen Beziehungsende und danach einfach zu viel vorgefallen. Das Vertrauen ist dahin. Oder was sagst du dazu? Nein, passt eh. Ich glaube, das ist eine Angelegenheit zwischen euch zwei. Da mische ich mir sowieso nicht ein. Und trotzdem möchte ich ab und zu deine Meinung hören. Ja, aber das ist trotzdem eine Angelegenheit zwischen euch zwei. Trotzdem, ja. Ich für die Art Meinung haben. Die Kleine braucht sich den leiblichen Vater trotzdem, aber wie gesagt, ich muss mit denen drin nichts zu tun haben. Ich persönlich, ich brauch's nicht. Sie hat jetzt auch nichts mehr lernen zum da. Ja, aber trotzdem war es nicht schlecht, wenn es trotzdem einen leiblichen Vater hat. Aber das dauert halt noch, wenn er sich keine Mühe gibt, dann ja, soll es bleiben lassen. Wir kommen ohne ihr Marco. Und die Kleine, ja. Ich hält mich da aus dem ganz raus. Das müsst ihr zwei wissen. Ich weiß eh, was ich will. Ja, also das Kontaktrecht selber wäre schon kriegen. Sprich, dass er die Kleine im sehen darf. Aber ihm so, wie er sich wünscht, dass er es gleich von Anfang an übers Wochenende kriegt, das spielt es halt nicht. Kann der Richter dann auch sagen, was er will.
Immerhin bin trotzdem ich die, was die Absorge und Sorgerecht hat. Und wenn ich sage, das ist nicht gut für mein Kind und es soll vorher mal ein Vertrauen aufgebaut werden und er soll einmal die Kleine überhaupt kennenlernen, dann ist das auch so. Weil was ist, wenn sie zum Beispiel wirklich wieder ein Vertrauen zu ihm aufbaut? Dann haben wir das geschert daheim, nicht er. Er ist wurscht. Ja. Und das interessiert mich nicht. Das musst du mal dann auch so sagen. Das sag ich ihm eh. Entweder ganz oder gar nicht. Das sag ich ihm eh. Er unterstützt mich da schon. Auch wenn ich mal wieder einen schlechten Tag habe und ein bisschen fluchen muss. Du musst nichts dazu sagen. Toll. Das brauch ich auch nicht. Dann hört er mal zu und redet auf mich ein und das passt schon. Das Skurrile an der Geschichte, auch Edith, der Mutter von Mos erster Tochter Chloe, geht es gerade ähnlich. Zwar ist Chloe bereits 2,5 und einen neuen Burschen und Ernährer gibt's auch, doch der gemeinsame Haushalt und ihre Rolle im Familienalltag nervt sie gewaltig. I want to break free. Mich interessiert der Scheiß nicht mehr. Ich will gescheiter hocken. Dann such dir halt was, hab ich da Athene freiwillig herstellen. Ich dachte, der nicht als Chef haben wollen. Ja, dann müsstest du was hakeln bei mir in der Firma. Was, so wie du? Hast du mein Hocken noch nicht gemacht? Nein, mach jeder haben. Jetzt hat eben eigentlich nur ein paar Monate Karenz. Und ich möchte aber jetzt dann, also jetzt nächsten Monat geht die Kleine dann in Krabbelstuben. Und übernächsten Monat hätte ich ihm vorgehabt, dass ich dann das Arbeiten wieder anfange. Fragt sich nur, was und wie. Leer oder hocken? Das musst du wissen, was du machen willst. Und wenn es nicht weißt? Ja. Was darfst du? Ja, machen. Und wer schaut auf die Kleine? Die erkundet nämlich gerade die Welt, was ihr direktes Umfeld schon mal ziemlich fordert. Was fragst du dann, wenn du was weißt, was du machen willst? Ja, am Überlegen war ich wegen der Ausbildung fertig machen. Da ist aber das Problem, dass bei uns da herinnen die Krabbelstuben nicht bis um 2 offen hat und bis um 4 gegangen hat die Ausbildung. Sprich, ich brauche halt jeden Tag, wenn der was mir auf die Kleine schaut. Ja, und jetzt habe ich ihm gesagt, das AMS sollte man einen Staplerschein machen und dann sage ich mir so ein Haken. Ein wahrlich interessantes Vorhaben und immerhin eine Ausbildung. Gute Basis für einen Job, oder? Such dir was, du machst den Staplerschein, dann suchst du was. Du musst halt auch einen finden, der dir zu detaillierten Arbeitszeiten einstellt. Es sind nicht genug Firmen da, also irgendwann wird es wohl geben, der was derzeit einstellt. Das ist schon ein schwieriger Weg, weil es ist nicht so, dass du jetzt gleich tut, wo du bewirbst und gleich Haken kriegst. Wenn es in der Firma geht, noch früh auf die Nacht. Ja, bei euch in der Firma. Ja. Es sind aber nicht nur ich auf dem Planeten. Doch. Nein, ich freue mich schon, wenn ich wieder arbeiten kann, weil daheim ist ja trotzdem alles Routine und fast hübsch immer jeden Tag dasselbe. Weil wir wohnen am Arsch, aber halt nicht, aber daneben. Da sind eine wahre Herausforderung, besonders mit wenig Lebenserfahrung. Auch Mos Ex Edith ist unrund. Sie will arbeiten und raus aus dem Trott. Doch wohin mit Töchterchen Chloe? Ja, und dann ab Kindergarten. Ist aber dann das Problem, dass ich dann wieder nicht ein Jahr in der Hocken war. Und dann müsst ihr immer wieder was Neues suchen, weil ich dann die Lehre machen darf. Ja, musst du entscheiden. Das ist auch was, was mich absolut gar nicht hat. Entweder oder. Und ein zweites Kind will ich auch haben. Ja, ich bin schon erzählt. Ja, aber das hat ja alles Zeit. Aber sie stresst sich da voll. Das ist schon richtig anstrengend mit der Zeit dann. Jeden Tag. Ja, wie lange willst du denn weiter das Unterschied haben? Jetzt gehst du mal wieder wegen Hakel und dann sehen wir, was die Zeit bringt. Also. Ja, wenn sie dann öder ist und schon entschuldigt, interessiert es mich auch nicht, weil dann will ich nicht mehr von null anfangen. Ja. Ich sag, hey, was kommt, dann kommt's fertig. Das ist nicht mehr, wie es kommt. Ja, aber das so wie so du sagst, irgendwann einmal ist es soweit. Ich will das alles ein bisschen geplant haben. Und nicht so, hey, ich bin schwanger. Na, Servus, jetzt schießt's aus da und hallo. Ja. Das brauche ich auch nicht. Aber dann da sparen wir das zweite an. Jetzt ist trotzdem der wenig zu bald. Ich rede ja nicht von jetzt. Nee, wann sonst? Nicht Sport. Für Daniel scheint's jetzt aber noch zu früh. So oder so ist er Ediths Halt und findet scheinbar immer die richtigen Worte, um Edith zu besänftigen. Ja, gemeinsam bringen wir das schon zusammen, dass wir was finden für die, was da damit wird. Glaube ich ja doch. Ja, sicher. So schwer zu befriedigen bin ich eh nicht. Das stimmt allerdings. Und das Gleiche brauche ich trotzdem nicht. Ja, besser wie nix.
gehört auch gemacht. Ja, wenn es nichts anderes gibt, dann eh. Aber das ist halt auch nichts, was ich sage, das mache ich jetzt bis zum nächsten Mal. Ja, aber zumindest einmal hier zum Überbrücken. Ist das alles, was du sagst? Das taugt mir nicht, das habe ich daheim. Ist wurscht. Was wohl schneller kommt, Kind oder Job? Wir werden sehen.